Die Weichen sind ganz offensichtlich gestellt, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zum Marktgeflüster. Und diese Weichen, das sind die Entscheidungen respektive die Rhetorik der Notenbanken, nämlich hier deutlich hawkischere Töne anzuschlagen. Und die Folge ist, dass hier ganze Kategorien ziemlich weit auseinanderlaufen. Wir haben auf der einen Seite das, was gut läuft. Das sind vor allem Finanzwerte, und wir haben auf der anderen Seite das, was nicht gut läuft. Das ist zum Beispiel Tech, also der Nasdaq. Das ist so das Muster. Was jetzt ein bisschen neu hinzukommt, ist, dass der Dollar wieder stärker wird. Und wenn man das mal alles zusammenfasst, dann ist das so ein bisschen eine Wiederholung dessen, was wir nach der Trump-Wahl gesehen haben. Da liefen Finanzwerte gut. Da hat man gesagt, ja, da wird die Inflation ansteigen, dann müssen die Notenbank die Zinsen anheben, respektive die FED die Zinsen anheben. Nun ist die Inflation nicht wirklich angestiegen, aber die Notenbank respektive die FED will die Zinsen trotzdem anheben. Deswegen laufen die Finanzwerte gut. Deswegen gehen die Renditen für Staatsanleihen nach oben. Das wiederum ist eine Geschichte, die dann den Dollar wieder stärkt. Also es sind hier diese Muster, die wir kurz nach der Trump-Wahl gesehen haben, die jetzt im Spiel sind, nur sozusagen die Story, die dahinter steht, ist eine andere. War es vorher Trump, so ist es eben jetzt dieser Glaube respektive der Respekt, den die Märkte jetzt haben vor den Notenbanken. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Wird sich dieses Muster wiederholen? Sehen wir hier praktisch eine Rallye im Sinne von Donald Trump, weil einige Sektoren, wie eben die Finanzwerte, gut laufen, während andere Sektoren nicht so gut laufen, das ist die große Frage. Aber es ist in jedem Fall eben eine Verknappung der Liquidität. Da kann man drehen und wenden, wie man will. Wenn die Notenbanken hier das umsetzen würden, was sie hier ja gesagt haben, was sie eigentlich angekündigt haben, dann wäre das normalerweise nicht das beste Szenario für die Aktienmärkte und natürlich nicht für die Anleihemärkte, denn steigende Zinsen heißt, dass Investoren mehr Rendite verlangen. Wenn also die Renditen nach oben gehen, dann gehen die Kurse von Anleihen nach unten. Und in der Regel ist es so, dass ja beide Märkte, Aktien wie auch Anleihemärkte, abhängig sind von dem Stimulus der Notenbanken der letzten Jahre. Insofern ist die Frage, wie weit reicht diese Rallye etwa der Finanzwerte, das wird sich dann zeigen müssen. Wir haben heute ja einen verkürzten Handelstag in den USA, 19 Uhr deutscher Zeit ist da Schluss. Man ist mental schon so ein bisschen im Urlaub. Morgen ja der Unabhängigkeitstag der USA, da ist man natürlich patriotisch und geht nicht nach unten. Gleichwohl sehen wir eine ziemlich große Differenz zwischen Dow Jones, der sich wieder am besten entwickelt. Warum? Weil da Banken natürlich drin sind und weil wir hier eine gewisse Gewichtung auch von Energiewerten haben. Nachdem der Ölpreis heute den 8. Tag in Folge steigt, ist das natürlich eine Steilvorlage für den Dow Jones. Der läuft super. Mittendrin mal wieder der S&P, das alte Muster. Der S&P ist immer sozusagen die Mittelfunktion, die wir hier sehen. Und jetzt schlecht eben der Nasdaq, der im Minus ist, während S&P und vor allem Dow Jones im Plus sind. Das ist so das Muster, das wir sehen. Wir haben heute merkwürdige Daten bekommen. Wir haben den Market PMI, also den Einkaufsmanager-Index, von Market ermittelt, so schwach wie seit August 2016 nicht mehr. Und eine Viertelstunde später kam dann der ISM-Index Gewerbe, so stark wie seit August 2014 nicht mehr. Der eine so schwach wie seit September 2016 nicht mehr, der andere so stark wie seit August 2014 nicht mehr. Wie passt das zusammen? Es passt eigentlich nicht zusammen. Was zusammenpasst bei den Daten ist nachlassender Preisdruck, was eigentlich dann wiederum gegen die Notwendigkeit spreche, die Zinsen anzuheben, aber möglicherweise geht es den Notenbanken eben gar nicht um Inflation mehr und um Konjunktur, sondern um die Financial Conditions, um die Finanzbedingungen sozusagen, um das ganze Finanzumfeld und Bewertungen, die vielleicht ein bisschen sportlich sind. Ansonsten Bauausgaben in den USA unverändert, war ein Plus erwartet, auch das nicht besonders gut. Also hier von Seiten der Konjunktur keine wirklich klaren Signale, aber in den Märkten wird jetzt nach dieser Weichenstellung ziemlich klar agiert, eben Anleihen Probleme oder Anleihen haben Probleme, Aktien haben teilweise Probleme, eben wie Tech-Werte und andere wie Finanzwerte, die laufen einfach super. Schauen wir uns das Ganze in den Charts mal an, gucken wir mal, wie die Dinge hier gelaufen sind. Wir starten mit dem lieben DAX, ja, der sich ein bisschen erholen kann. Nicht wirklich so kräftig. Noch ist das angesichts des Abverkaufs, den wir hier gesehen haben, im kürzeren Zeitfenster eine technische Korrektur nach dem Abverkauf. Wir müssen hier über diese 12.530er Zone. Die wird wichtig. Wenn der DAX das schafft, kommt vielleicht ein bisschen mehr. Allerdings ist das Chartmuster schon doch ein bisschen kaputt. Sieht aus wie so ein Rounding Top, also so ein gerundetes Top, das dann so ein bisschen nach unten klappt. Hier nochmal versucht sich zu erholen. Schauen wir uns die US-Indizes an, sehen wir hier
S&P 500 heute im Plus. Wie gesagt, Umsätze relativ dünn, aber eben immerhin positiv. Wir sehen viel positiver ist der S&P 500, der orangene Chart, als der DAX, der ein bisschen nach oben kommt, aber in der Summe haben wir hier eben noch eine Lücke. Also entweder müssen die Amis runter oder der DAX muss rauf. Das wäre die normale Logik, was auf jeden Fall ziemlich weit oben ist. Das ist der Dow Jones. Wie gesagt, ein Goldilocks-Szenario, eine Steilvorlage, Ölwerte, Energiewerte auf der einen Seite, Finanzwerte, die im Dow eben doch relativ stark gewichtet sind. Ganz anders dagegen ist das, was wir hier sehen. Hier sehen wir eine rote Kerze, und zwar gar keine so kleine, 5622, der Nasdaq. Und wenn wir dann mal den Dow Jones und den Nasdaq vergleichen, dann sehen wir, der eine geht steil nach oben und der andere, nämlich der Nasdaq, der orangene, geht steil nach unten. Das ist eine ganz komische Geschichte. Lang kann das eigentlich in der Form so nicht sein, dass wir ein so massives Auseinanderdriften von Märkten haben. Wir haben heute, wie schon gesagt, so ein bisschen das Comeback des Dollars. Der war natürlich auch ein Stück weit überverkauft. Wenn die Fed hawkisch ist, dann sollte der Dollar nicht ins Bodenlose stürzen. Irgendwann war einfach mal Zeit, dass da eine Erholung kommt. Die Frage ist, ist das jetzt so eine Art Wende? Sieht momentan noch nicht danach aus, aber mal abwarten. Wir haben Stärke beim Dollar eben vor allem auch gegenüber dem japanischen Yen, der darunter leidet, dass eben die Anleiherenditen nach oben gehen. Und das sieht man hier sehr gut beim Bund Future. Hier fällt der Kurs weiter, 10-jährige deutsche Staatsanleihe. Und wenn hier der Kurs fällt, dann steigt die Rendite. Und das ist eben negative für den Yen, der praktisch ja so eine Funktion hat wie Anleihen, wie Staatsanleihen, so als sicherer Hafen gesehen wird, was er natürlich nicht ist, aber jedenfalls so gesehen wird, dementsprechend sich ähnliche verhält. Wir haben weiterhin diesen Anstieg beim Ölpreis, eigentlich ohne große Nachrichten. Wir haben übrigens heute wieder sehr schwache Zahlen von Autobauern gesehen in den USA, General Motors, Ford, deutlich mit Rückgängen. Es sind nur ein paar asiatische Hersteller, die zulegen können, aber die amerikanischen Hersteller, die sind sehr, sehr schwach, hat mit dem Ölpreis nur indirekt zu tun. Aber hier ist einfach auch noch sehr viel Short-Potenzial im Markt, das erstmal nach oben rausgedrückt werden dürfte. Vielleicht kommen wir in Richtung 50 Dollar, da wird sich dann der weitere Weg entscheiden. Der Weg hat sich kurzfristig schon negativ entschieden für Gold. Klar, Anstieg der Renditen heißt natürlich, wenn Staatsanleihen mehr Rendite abwerfen, warum soll ich dann Gold kaufen, das eben keine Rendite abwirft? Das ist die Logik jetzt erstmal hier dahinter. Wir sehen, wir sind jetzt einfach noch 1% über dem zentralen Unterstützungsniveau bei 1205 Dollar. Wir haben Silber unter Druck, 16,40 Dollar. Wir haben heute erstaunliche Aussagen von Elon Musk gesehen zum Model 3, diesem neuen Massenfahrzeug, das da ja kommen soll, wird jetzt wohl schon die ersten Exemplare ausgeliefert Ende Juli und dann geht es so Stück für Stück nach oben. In der Summe will man dann im Dezember schon 20.000 Stück produzieren. Das würde aber, wenn man das mal hochrechnet, so vielleicht 40.000 Autos in 2017 sein. Noch im Februar hat der Elon Musk gesprochen davon, dass er 100.000 bis 200.000 Tesla 3 Modelle schaffen will. Also hier ist man schon mal ziemlich weit zurück, aber dann wird natürlich alles besser. Möglicherweise fällt dem einen oder anderen langsam auf, dass da viel Gerede ist und letztendlich das, was heute so toll klang, nämlich dass man hier die ersten Fahrzeuge ausliefert, in der Summe, wer rechnen kann, vielleicht dann doch bedeutet, dass Tesla schlichtweg weniger Fahrzeuge wird ausliefern können, als man gesagt hat. Ansonsten haben wir natürlich Commerzbank, buff, steil nach oben. Wir sehen hier so diesen seitwärts uninspirierten Handel und plötzlich geht es nach oben. Das eben kein Zufall. Die hawkischen Notenbanken sind sozusagen dafür verantwortlich. Fristentransformation. Die Zinskurve versteilt sich, damit werden die Margen für Banken besser. Das ist einfach das Thema. Die Weichen sind jetzt gestellt. Immerhin haben wir jetzt klare Aussagen von Märkten. Die Frage ist, was wird das für den Gesamtmarkt bedeuten? Und da haben wir beim DAX eben nach wie vor ein relativ deprimiertes Bild oder depressives Bild. Da sind wir noch lange nicht sozusagen vom Eis, oder ist die Kuh noch lange nicht vom Eis bei den Amis, S&P, Dow Jones fast auf Allzeithoch. Da sieht das anders aus. Nasdaq sieht jetzt verwundbar aus. Schwierige Gemengelage, die man hier konstatieren muss. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Morgen ist Feiertag bei den Amis. Da sind wir dann auf uns alleine gestellt. Das wird eine wunderbar unterhaltsame Veranstaltung. Jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Bis dann, ciao.